Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Splinter Cell Conviction. So, wir sollen immer noch Galliards Mörder fangen. Da haben wir ja aufgehört. Und hier irgendwo war der letzte Checkpoint. Gucken. Müsste eigentlich, wenn ich jetzt hier drum rumgehe. Erstmal hocken wir uns hier hin. Hier habe ich übrigens gerade. Sie können sich nicht ewig verstecken. Leck mich. Halt's mal. Hier habe ich mich gerade übrigens. Also das ist schon der zweite Aufnahmestart. Hier habe ich gerade gefailt, weil ich da lang Wir finden gegangen bin. Sie. Scheiße. Das Spiel ist zu Ende. Was? Na, komm, renn, Verdächtiger renn. gesichtet. Da ist er. Sicher, das ist er. Kannst Feuer du frei. dann vielleicht auch mal wirklich rennen oder so? Oh la, die Fee. Hat jemand ein Magazin übrig? Los, ergeben Sie sich. Oh Sam, la die la. Polizei zieht sich aus deinem Abschnitt zurück. Irgendeine Ahnung, wieso? Ich höre mal in Ihren Funkverkehr rein. Okay, die Polizei zieht zurück. Das ist sehr, sehr gut. Was auch immer. Holla, die Fee. Nein, wo geht der hin? Er verlässt das Café. Er läuft in Richtung der Allee. Ja. Er läuft zum Auto. Wir werden ihn verlieren. Was? 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 Nein. Sam, geht es dir gut? Theoretisch ja. Dann kommt jetzt der praktische Teil. Mehrere Third Echelon-Einheiten sind auf dem Weg zu dir. Was ist mit den Bullen? Die wurden gerade eben vom Third Echelon abgezogen. So viel zu den Samthandschuhen. Wie komme ich hier raus? Der Secret Service-Mann, der dich reingebracht hat, wird dich abholen. Bis er eintrifft, bist du auf dich allein gestellt. Und wo soll ich das machen? Soll ich mich hier im Klo verstecken, oder was? Moment. Das solltest du jetzt nicht machen. Ich dachte, du kannst hier in so eine Kabine rein. Durch das Erz hat die Tür kaputt gemacht. Scheiße! Uhuhuhuhu. Er ist bei den Toiletten! Ich sehe ihn! Er ist draußen! Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen weg. Ach, hier darf ich nicht lange. Lass mich doch mal ein bisschen in Ruhe. Okay. Bewegung, das Vieh geht rein. Mal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwie mich verstecken kann. Das wäre eigentlich echt ganz cool. Oh, komm schon. Komm. Okay, das funktioniert hier gerade echt nicht. Durchsucht den Bereich, findet ihn und legt ihn um. Ich möchte die jetzt gerade nicht umlegen. Die sollen schön nach bisschen nach mir suchen und mich nicht finden. Das fände ich echt cool. Sam, die ernährt sich gerade eine zweite Angriffswelle. Ich habe nicht mal die erste ausgeschaltet. Komm schon. Da unten kommt auf jeden Fall nichts gerade. Habe keine Spur vom Ziel. Oh, vielleicht bin ich hier echt gut unter, wo ich gerade stehe. Puh, habe übrigens rausgefunden, warum die Ladebildschirme teilweise echt so ewig lange brauchen und dauern. Warum die so lange dauern? Und zwar scheint es wohl doch tatsächlich an meiner Aufnahme zu liegen. So, ich frage mich, ob ich jetzt hier diese Gegner alle ausschalten muss. Oder ob ich hier wirklich jetzt nur warten muss, bis. Überleben Sie den Angriff von bis Ihre Abholung eintrifft. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bleibe ich einfach hier sitzen und warte, dass irgendwas passiert. Müsste ja dann eigentlich irgendwann passieren. Ja, wie gesagt, scheint es wohl tatsächlich daran zu liegen, dass ich aufnehme, dass der Ladebildschirm da teilweise echt so ewig lange braucht. Weil ich habe nämlich, ja, nach dem vorherigen Fail, den ich dann einfach mal, da habe ich auch für die Aufnahme abgebrochen und es nochmal neu angefangen. Als ich nämlich die Aufnahme dann abgedrückt habe, Da sind schon wieder welche ja, hinter dir her. War das Laden sofort fertig. Und das ließ nur einen Schluss zu, dass das schon das zweite Mal war, dass das so lief.
Er lässt eigentlich nur einen Schluss zu, nämlich dass es an der Sache liegt, an der Aufnahme. So, ich hoffe mal, dass die Jungs, die da jetzt als kommen, mich hier wirklich nicht entdecken. Fischer ist nirgends zu sehen. Hat jemand das Café durchsucht? Ja, geht mal das Café durchsuchen. Da kriegt er bestimmt auch einen Kaffee und einen Donut. Oh, war ja. Dass der nicht hierher guckt, sondern da die Treppe hochgeht. Ich hab so, ja, echt so das bittere Gefühl, dass der mit dieser Schrotflinte da in der Hand mich gleich entdeckt. Fischer wurde noch nicht gesehen. Beeilung! Reed will endlich Ergebnisse! Es wird Zeit, Sam. Dein Taxi ist da. Wo? Oh, war ja. Auf der Brücke hinter dem Café. Lauf! Hier rührt sich nichts! Lauf! Vielleicht ist er längst tot! Lauf! Gucken, ob ich hier... Schnell, zur Brücke. Dein Taxi wartet. Keine Spur vom Gegner. Bleib wachsam. Ja. Sieht einer von euch das Bild? Hohoho. Da, es ist Fischer. Schnell, zur Brücke. Dein Taxi wartet. Kann der... Was? Nein, das gibt's doch jetzt nicht, ne? Das gibt's doch jetzt nicht. Ich hab schön brav da gewartet, bis ich die Interaktion gekriegt habe, wo ich hin muss. Und dann kommt da nur eine. Und es klappt nicht mal, den auszuschalten. Das ist jetzt aber... Das nein! Und der Ladebildschirm ist natürlich auch wieder da. Und ich habe eigentlich... ich finde es echt blöd, das dann rausschneiden zu müssen, weil ich muss dann jedes Mal die Aufnahme abbrechen. Ja. Das heißt, ich muss die Aufnahme abbrechen und die Audiospur dann auch wieder zusammenfriemeln. Aber bevor ich jetzt hier den Ladebildschirm Ewigkeiten laden lasse, mach ich doch hier einen kleinen Schnitt und beende kurz die Aufnahme und dann dürfte es auf jeden Fall gleich weitergehen. So, und wie auf Stichwort Ladebildschirm war sofort weg und sofort geladen. Da weiß ich jetzt wenigstens, was ich zu machen habe. So. Weiß jetzt nur nicht so ganz. War mein Auto jetzt schon da? Mit dem ich flüchten soll? Nein, natürlich muss ich jetzt hier alles erst nochmal machen. Weißt du was, aber da ich jetzt weiß, wo das Auto herkommt, stelle ich mich jetzt einfach mal ganz frech hier hin. So richtig frech. Hier bleibe ich einfach stehen. Das Auto muss ja hier, kommt ja hier auf dieser Straße an. Gehe mal mega mästig von außen. Ja, ich soll noch den Angriff überleben, bis Dings da ist. Ja, und ich mach das jetzt hier noch einmal so, dass ich es jetzt hier versuchen werde, niemanden zu erschießen. Und wenn das Auto wirklich hier so ankommt und die bösen Jungs, die mir ans Leder wollen, auch nicht da ankommen und mich da sehen, dann dürfte das doch wunderbar funktionieren. Alles ruhig. Ja, dann bin ich mal gespannt. Könnte jetzt eigentlich langsam mal die zweite Welle kommen und die dritte und die vierte und so weiter. Sam, dir nähert sich gerade eine zweite Angriffswelle. Hörst du mich? Gefällt dir Reeds kleine Überraschung etwa nicht? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo die so lang gehen. Und ob die auch hier ruf auf die Straße kommen. Das fände ich echt bitter. Aber die scheinen wirklich, wirklich nur in dieses Café da rein zu stürmen. Nachrücken, wir gehen rein! Okay. Okay. Wir schnappen uns den Kerl. Macht euch bereit! Na, ich denke nicht. Sofern ihr nicht hier nachgucken kommt, werdet ihr mich nicht holen. Kein Ziel, wiederhole, kein Ziel! Das ist sehr gut.
Feind suchen und ausschalten. Keine Spur. Nix gibt's. Und ich hätte jetzt hier die Gelegenheit, aber nein. Wie hier, der kommt hierher. Fischer ist nirgends zu sehen, Mist. Der kann doch nicht verschwunden sein. Och, ich bin ganz in deiner Nähe. Aber du checkst es scheinbar nicht. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Das ist nämlich umso besser für mich. Keine Spur vom Ziel, wiederhole, kein Ziel! Werde dann übrigens sämtliche Ladebildschirme rausschneiden. Beziehungsweise einfach mal kurz die Aufnahme beenden, weil, ja, dann ist er sofort, erledigt mit dem Laden. Warum das so ist, ich nehme ja nicht auf dieselbe Festplatte auf, wie auf der das Spiel auch ist und so, ne? Sondern auf eine andere und daran kann es eigentlich nicht liegen. Vielleicht ist es einfach nur irgendwie, naja, es liegt auf jeden Fall daran, dass ich aufnehme, dass der Ladebildschirm da so lange braucht. Aber ich will das auch auf ein Minimum reduzieren, hier jedes Mal die Aufnahme abdrücken zu müssen, damit das Laden schneller geht, wenn ich verkacke. Ist ja auch schon blöd. Aber immerhin, ich finde es ja schön, dass ich das jetzt herausgefunden habe, woran das liegt. Ich frage mich, ob ich von da unten, wo ich ja vorhin gewartet habe, auch einen anderen Weg hätte wählen können. So, dass sie mich nicht gesehen hätten. Aber ich bezweifle es ja irgendwie mal. Da ist doch mein Auto, oder? So einfach ging das. 14 Stunden später, das Weiße Haus, Washington DC. Ein Zeichen dafür, wie sehr Sam sich verändert hatte, war die Tatsache, dass er es überhaupt in Erwägung zog, sich Third Echelon vorzuknöpfen. Er war immer loyal, bis auf die Knochen. Doch jetzt war er bereit, ihnen den Hals umzudrehen. Die Schwäche des Gebäudes war seine Stromversorgung. Haupt- und Nebenversorgung waren auf Höhe der Parkebene im Untergeschoss platziert. Mit ein bisschen C4 an der richtigen Stelle konnte Sam die Stromversorgung lang genug lahmlegen, um ins Third Echelon hineinzukommen. Für Sam klang das gut. Er ging rein. Sie sollten ruhig wissen, dass er kommt. Sam, bist du in der Garage? Ja, und ich stinke wie ein Ersatzreifen. Ging nicht anders. Du musst jetzt mit deinem C4-Sprengstoff die Primär- und Sekundärtransformatoren des Gebäudes ausschalten. Spreng sie gleichzeitig, wenn du in der Nähe des Empfangs bist. Dann hast du ein paar Sekunden, bis der Notstrom die Sicherheitssysteme aktiviert. Sie sind beide auf der Parkebene, korrekt? Korrekt. In zwei verschiedenen Räumen. Sie dürfen dich nicht sehen, sonst verriegeln sie die Sicherheitstüren. Und spring nicht unnötig vor den Überwachungskameras rum. Okay. Passen Sie auf die Überwachungskameras auf. Wenn Sie von einer aufgenommen werden, wird das Gebäude abgeriegelt und Sie werden das Hauptquartier nicht mehr betreten können. Okay, kann ich mich irgendwie bewegen oder so? Ja, irgendwie. Ich würde mich gerne komplett bewegen können. Sieht alles sauber aus. Wir gehen uns erstmal hier am Auto verstecken. Da bleiben wir. Na, bleibst du vielleicht gefälligst mal da? Okay, hier hinter dem Auto verstecken. Und wir müssen unentdeckt bleiben und ich habe die Zwischensequenz jetzt nicht so ganz gerafft. 14 Stunden später. Beziehungsweise ich habe nur eine logische Erklärung dafür. Weil irgendwie, 14 Stunden später wird er da irgendwie vorgeführt im Weißen Haus und so, ne? Und da war ja schon nochmal so ein kleiner Ausschnitt von. Und wo Sam ja von ihr den Gang entlang geführt wird. Lässt eigentlich für mich nur einen Schluss zu, das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, in dem das, was wir da gesehen haben, eintrifft, werden immer noch 14 Stunden vergehen und
all das, was wir jetzt noch machen, spielt davor ab. Also das spielt jetzt noch davor ab, sich noch davor ab, weil kann man irgendwie nicht vorstellen, dass nach noch irgendwie das so weiterlaufen könnte mit den Anweisungen von der guten Anna Grimm Stottir. So, und ich möchte hier natürlich auch irgendwie. Okay, ich muss also da lang. So, gehe ich eigentlich da richtig von aus, dass dieser Lichtkegel auch eine Kamera ist? Ich gehe ja mal stark davon aus. So, huschen wir mal von Deckung zu Deckung. Möglichst ohne entdeckt zu werden. Wäre nämlich echt cool, wenn ich da nicht entdeckt werden würde. Beziehungsweise ich habe halt auch so den Eindruck, wenn ich mich hier entdecken lasse, dann ist es diesmal auch wirklich aus. Also ich würde es begrüßen, wenn das so wäre. Moment. 29 Meter Ziel, 61 Meter Ziel. Da komme ich nicht lang. Oh. Da ist jemand. Kann ich... Ich kann doch da sicher die Deckung wechseln, oder nicht? Dann machen wir es eben so. Wollen wir das mal hier ein bisschen genauer angucken. Kann ich da irgendwie... Ja. Vergiss es, Sam. Sie wissen, dass du da bist. Das Gebäude wird verriegelt. Ja. Ich finde es halt da in dem Fall auch echt schade, dass man nicht so einen kleinen Puffer hat. Weil da, den hätte ich mir jetzt da in dem Fall echt gewünscht. So einen ganz kleinen Puffer und dass man, wenn da kurz was um die Ecke huscht, nicht sofort entdeckt wird. Aber das ist leider so. Oh. Ich habe mich gerade gewundert. Ich wollte jetzt eigentlich den Part hier schon beenden, weil ich mir gedacht habe, der Ladebildschirm wird schon wieder Ewigkeiten brauchen. Ich könnte hier das Waffenlager benutzen. Machen wir mal, gehen wir mal kurz rein. Auch nur ganz kurz. Ich habe nämlich jetzt nicht unbedingt so viel. Ich weiß nicht, ob ich dieses Farmers Gewehr hier weiter benutzen soll. Aber haben wir das jetzt schön aufgerüstet und so, dann lassen wir das mal. So, hier haben wir auch eine. Ja, ich glaube, da hätte ich bei dem einen die ferngezündete Minen in beliebigen Oberflächen. Da hat in dem einen Part, wo da Gegner dann, wo ich da dieses die Übertragung schützen musste und da hat er vorher was gesagt von wegen, ferngezündete Minen dürften sehr hilfreich sein. Habe ich mal wieder nicht hingehört. Was ist das denn jetzt hier? Ach so, MP5. Naja gut, wir lassen das jetzt einfach mal. Gehen mal zurück. Ich möchte jetzt eigentlich... Sieht alles sauber aus. Wir müssen oh. Den Zugriff auf den Parkbereich sperren. Angst, dass jemand zufällig da reinspaziert? Dazu müsste man die neuen Codes der Schlüsselkarten knacken. Wir hätten doch lieber Handflächenscanner an den Aufzügen anbringen sollen. Das ist Reeds Baustelle, nicht unsere. Wenn der es für sicher hält. Nichts ist unknackbar, du weißt das. Du packst jetzt aber nicht schon wieder die alten Fischgeschichten aus, oder? Wieso nicht? Er lebt immer noch. Wenn ich Sammy wäre, würde ich mit Sicherheit nicht herkommen. Ja, aber der bist du nicht. Und dafür danke ich dem Herrn. Tja, da haben sie noch Geschichten. Die Leute. Kann ich hier aber noch was machen, hier an dem Lüftungs irgendwie rein spazieren oder so? Ich muss ja da irgendwie hin. Die Frage ist nur, da unten ist doch bestimmt jemand. Huhohoho. Gibt es da irgendwo was zum Klettern, zum Schleichen, zum irgendwas machen? Okay, ich dachte eigentlich, du schließt
draußen die Tür. Mein Kontakt hat eine SMS geschickt. Mist, sie haben dich entdeckt. Das Gebäude wird verriegelt. Ja, alles klar. Mist. Ich hätte die Tür halt nicht zumachen sollen. Ich habe halt hier auch jetzt weitenbreit niemanden gesehen, der mich hier hätte sehen können. Egal, aber wie auch immer, jetzt beenden wir dann den Part wirklich mal und im nächsten Part schauen wir mal, ob wir da irgendwie doch zurechtkommen. Ein Stückchen weiter sind wir ja jetzt eben gekommen, aber das wird schon auch. Vielen Dank fürs Zuschauen.